In unserer Serie Landwirtschaft wird heute gegrillt. Steirische Schweinebauern vergleichen das Fleisch ihrer Tiere mit internationalen Produkten. Und da schneiden die Steirer gut ab, vor allem beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir wollen heute nicht in Konkurrenz treten mit einer Kochshow, aber früh oder später landen die Produkte der heimischen Landwirte bei uns am Griller. Wir testen heute Schweinesteaks aus der Steiermark und wie sie schmecken im Vergleich mit dem Fleisch aus den Nachbarländern. Knapp 800 steirische Schweinebauern produzieren sogenannte Markenschweine, mehr als 500.000 pro Jahr. Bei einer Verkostung in der Fachschule Neudorf bei Wildon liegen 9 verschiedene Schweinesteaks zur Begutachtung bereit. So sehen sie im Rohzustand aus. Wir haben ein, aus dem deutschen Raum, wir haben ein spanisches, wir haben ein ungarisches, wir haben slowenisches. Und diese werden verglichen mit steirischen Karree-Stückerln vom Vulkanlandschwein, Wortschwein, Steirerglück, Edeldurock von Jager Steirerei und Gaumennostalgie. Was wir heute machen, das ist einfach eine Momentaufnahme. Ist natürlich nicht repräsentativ, aber man schaut ganz einfach einmal punktuell, wo liegen wir. Die Fleischproben wurden am Markt eingekauft, so wie es der Konsument auch kaufen kann. Ich finde es toll, dass man sich der Sache einmal annimmt, dass man einfach sagt, okay, wir produzieren da wirklich gutes Schweinefleisch und jetzt möchten wir mal wissen, wie wir im internationalen Wettbewerb darstellen. Die Schweinebauern selbst stehen an den Grillern Stress pur. Nichts darf vertauscht werden, jedes Stück liegt maximal 3 Minuten am Grill und darf dann noch nachbraten. Auch die Verkostung wird sehr ernst genommen und ist für viele eine Premiere. Vor allem die Saftigkeit, die Zartheit von den Fasern und der Gesamteindruck ist dann schon wirklich auch erkennbar und für mich also ein neuer, spannender Eindruck. Zwischen der Optik vom Aussehen, über Geschmack hat es doch Unterschiede gegeben. Man schaut sie zwar alle an und da hat man einen bestimmten Eindruck, aber wenn es beim letzten angelangt bist, weißt du wieder nicht, was von vornher geht. Aber es sind total wirklich grobe Unterschiede. Vom Fleischgefüge und so weiter sind Unterschiede zu erkennen, aber trotzdem bin ich schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Benotet wird von 1 bis 5 wie in der Schule. Es war schon ein bisschen murmeliges Gefühl dabei, das muss man klipp und klar sagen. Aber ich glaube, das, was rausgekommen ist, das hat uns sehr stark und sehr gut bestätigt auch entsprechend. Und die 80 Tester sind zu einem klaren Ergebnis gekommen. Das spanische Iberico-Schwein hat knapp gewonnen vor einem noch jungen steirischen Produkt. Die Marke Gaumennostalgie. Heute freuen wir uns, dass das, was unsere Philosophie war, dass wir das so hinkriegt haben und dass wir unser Ziel immer näher kommen. Auch wenn es nur eine Momentaufnahme war, Schweinesteaks aus der Steiermark können mit teuren Produkten aus dem Ausland qualitativ mithalten und liegen vielleicht schon beim nächsten Grillfest am Rost.